Herzlich willkommen zurück hier bei Brothers in Arms 3. Ja, ein großes Update hat das Spiel erhalten, weshalb wir uns nun zunächst auch erst einmal im Hauptmenü befinden, um euch den neuen Spielmodus kurz zu zeigen. Genau, dafür gehen wir jetzt mal auf den Mehrspieler-Button und wie ihr hier schon sehen könnt, könnt ihr jetzt auswählen zwischen Team Deathmatch und Jeder gegen Jeden und Vorherrschaft Panzer Edition. Und zwar spielt man eben hier in Vorherrschaft eben mit Panzern. Die kann ich euch alle mal zeigen. Die muss man natürlich alle kaufen. Mit unterschiedlichen Währungen. Halt mit den Sternen und mit diesen MVs. Und diese kann man eben über In-App-Käufe natürlich erhalten. Heißt also, wenn ihr einen Panzer fahren wollt, dann müsst ihr zu großer Wahrscheinlichkeit einen In-App-Kauf tätigen. Oder halt ziemlich lange spielen, um die MV eben zu bekommen. Ihr seht ja oben, ich habe 565, aber der hier kostet zum Beispiel 4000. Ja, und die Sternmünzen bekommt man nur per In-App-Kauf. Man kann aber auch ohne Panzer diesen Spielmodus spielen. Ihr seht, da muss man jetzt eben bestätigen, dass wir dann eben ohne Panzer teilnehmen wollen, was natürlich schwierig ist. Machen wir jetzt aber natürlich, damit ihr das Ganze seht. Und dann drücken wir auf Ja. Unsere Waffe auswählen. Nehmen jetzt mal, letztes Mal haben wir ja die Maschinenpistole. Dann nehmen wir jetzt mal das Gewehr. Und drücken auf Spielen. Das lädt noch kurz. So, dann sind wir jetzt auch schon drin. Also es gibt mit dem Update wurden auch zwei neue Maps hinzugefügt. Einmal hier eben die Staubkessel-Map und dann noch eine Schnee-Map. So, jetzt müssen wir wieder kurz warten. Ihr seht hier unten rechts bekommen wir auch für einen Sieg bzw. für eine Niederlage die Währung. Und damit kann man dann eben auch unter anderem die Panzer kaufen. Dahin haben wir sogar auch einen, der zu Fuß ja, unterwegs ist genau. hier. Aber ist ja klar, uns reicht es, wir ziehen die Panzer hier auch so. Und ja, dann ist das jetzt hier normale Gebietsherrschaft, wie man das auch aus anderen Shootern her kennt. Nur eben das Besondere mit Panzern. Ich würde sagen, wir laufen mal zum Punkt A. Also ihr seht auch, die Punkte sind sehr weit weg. Das heißt, wenn man da zu Fuß geht, da muss man erstmal eine Weile laufen, dass man da überhaupt hinkommt. Mit dem Panzer ist man da natürlich dann deutlich schneller, kann es dann auch schnell erreichen. Ja, also der Spielmodus ist natürlich auf die Panzer ausgelegt, weil Gameloft natürlich auch will, dass ihr euch einen kauft. So, jetzt nehmen wir das sogar ein. Bisher haben wir ja noch keinen Panzer gesehen. So, noch 20% und geschafft. So, wunderbar. Damit führen wir im Moment auch, denn uns gehört A und C, den Gegnern nur B. Könnt ihr ja oben alles sehen. Ist da, da haben wir hier einen Gegner, der auch zu Fuß nur unterwegs ist. Ja, so seht schon. Muss denn da kauft hier am Anfang noch keiner einen Panzer. Jodele. Haben ihn endlich getroffen. So, dann laufen wir jetzt mal zum Punkt B. Der gehört uns ja noch nicht. Müssen wir hier rumlaufen. Da ist einer von uns. Auch zu Fuß. Sind wir mal gespannt, ob wir hier noch einen Panzer antreffen werden. Aber aktuell sieht es wohl nicht danach aus, dass ein Panzer mit dabei ist. Wow. Jetzt hätte er endlich. Aber in den früheren Brothers in Arms Teilen gab es ja auch Panzer. Oh, der trifft uns sogar. Der trifft uns sogar. So,
Der gehört zu uns. Dahin läuft auch einer von uns. Okay. Dann laufen wir auch mal so rum. So, jetzt nehmt die Punkt A ein. Sagen wir, laufen trotzdem mal zum Punkt B, weil der eigentlich näher dran sein sollte an unserer jetzigen Position. Da einer von unseren Kumpanen. Und hier scheinen wohl die Gegner sich aufzuhalten. Und er trifft uns. Also du. Klar, klar. 61% hatte der noch. Klar, da können wir natürlich, wenn der da natürlich mit einem Scharfschützengewehr, können wir da natürlich nicht so viel ausrichten. So, ihr seht schon, jetzt führen die Gegner, weil die jetzt Punkt A und B haben. Und es geht noch 1,5 Minuten. Ja, außerdem noch in dem Update, dass wir jetzt also endlich zusammen mit Freunden spielen können. Das heißt also, das werdet ihr dann natürlich im Laufe des Let's Plays auch noch sehen. Heißt also, in den kommenden Parts sind wir dann beide im Spiel selber auch dabei, da man sich jetzt eben endlich nachjoinen kann. Von dem her hier tatsächlich ein großes Update für den Online-Multiplayer von Brothers in Arms 3. Ah, den einen haben wir jetzt noch bekommen, der uns vorhin getötet hat, aber jetzt kam der. Alles zu Halloween. Mortal Kombat 5 bekommt ja auch ein Halloween-Update. Aber da ändert sich nicht so viel. Oh, kleine Unterstützung. Herzlichen Glückwunsch. Das war dann wohl die Niederlage hier im primären Part für 30 diesen seconds Spielmodus. remaining. Es geht also gar nicht, Herr Kollege. So schade, die konnten jetzt nicht den Punkt B erobern. Hat den Küchezähnischen hier noch die Henriette. 10 seconds remaining. Und da ist er tot. Dahin haben wir noch einen, aber den, beziehungsweise zwei, aber die treffen wir wahrscheinlich von hier nicht. So, dann ist jetzt die Runde vorbei, ohne einen einzigen Panzer. Also ihr seht schon, ja, es gibt zwar den neuen Panzermodus, aber nicht viele sind bereit dafür, noch was auszugeben, weil man ja ziemlich lange braucht, um hier dieser, guck, jetzt habe ich 49 eingesammelt, man braucht ja mindestens 4000, um den billigsten Panzer zu kaufen. So. Ja, also abschließend Spielmodus für Panzer ausgelegt. Jedoch gibt es bisher noch keine Panzer, die an diesem Spielmodus beteiligt sind. Ja, das war's von diesem primären Part mit diesem neuen großen Update, mit dem neuen Spielmodus. Im nächsten Part bin ich dann selber auch im Spiel dabei und dann ziehe ich meinen Herrn Kollegen hier ordentlich ab. Das war's von diesem Part. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.